Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Training. Das Video beinhaltet das Ausdauertraining. Wir starten aber zuerst mit einem kleinen Warm-up und beenden das Training auch mit einem Ausklang, das heisst mit 2-3 kleinen Dehnübungen. Wir brauchen unter anderem einen Stuhl für das Workout. Stellt ihn so her, dass er nicht wegrutschen kann, zum Beispiel mit der Stuhllehne schön gegen eine Wand. Außerdem braucht ihr 2 Liter frische Wasser, die wir im Verlauf des Trainings einsetzen werden. Was noch wichtig ist, wenn es nicht unwohl werden oder schwindelig ist, legt vielleicht gleich eine Pause einlegen oder zumindest das Tempo reduzieren. Wir starten jetzt mit einem lockeren Aufwärmen und konzentrieren uns für das zuerst auf die Beine. Wir marschieren an Ort, ganz locker. Schaut, dass die Füße schön abrollen. Die Arme könnt ihr euch locker neben dem Körper mitschwingen. Vergesst nicht, während dem ganzen Warm-up gut ein- und auszuschnaufen. Wir wechseln schon gleich die Übung, nämlich auf 3, 2, 1 und los geht's. Wir lüpfen die Knie vor dem Körper an bis ca. auf Bauchnabelhöhe. Achtung, schaut darauf, dass ihr den Oberkörper nicht vorne streckt, dass er nicht vorne beugt, sondern möglichst den gestreckten Rücken behalten könnt. Die Arme könnt ihr auch hier einfach locker mitschwingen. Wir wechseln wieder in 3, 2, 1 und wechseln. Jetzt macht ihr immer einen Seitwärtsschritt. Einmal gegen links, einmal gegen rechts. Und hier dabei die Fersen vom Bein gegen das Gesäß aufziehen. Schaut, dass das Knie nicht vorne auflöpft, sondern das Knie immer in Verlängerung von Hüfte und vom Körper bleibt. Wir machen noch ein paar Sekunden weiter, bevor die Pause schon anfängt. Es gibt ein kleines Päuschen, ihr könnt die Beine schnell ausschütteln. Für den zweiten Block des Aufwärmen behalten wir die gleichen Schrittkombinationen bei, die aber zu jedem Schritt noch eine Armbewegung dazu machen. Es geht schon gleich wieder los, macht euch langsam parat. Achtung, auf 3, 2, 1 und los! Wir stecken die Arme seitlich ab und bewegen sie abwechselnd auf und ab. Bis ca. auf Schulterhöhe oder wenn es geht sogar noch etwas höher. Die Ellbogen bleiben hier dabei immer gestreckt. Gut, vergessen auch hier wieder nicht zu schnaufen. Das ist wichtig. Wir machen noch ein paar Sekunden weiter. Achtung, 3, 2, 1 und wechseln. Die Ellbogen berühren abwechslungsweise das gelüpfte Knie. Die Extremitäten berühren sich immer über das Kreuz. Das heisst zum Beispiel, der linke Ellbogen berührt das rechte Knie und umgekehrt. Bravo, weiter so. Es geht noch ein paar Sekunden so weiter, bevor wir dann zur letzten Übung kommen. Wir wechseln in 3, 2, 1 und los. Jetzt könnt ihr die Arme immer gegen vorne strecken. Dann zieht ihr die Ellbogen hinten, so wie wenn ihr so eine Ruderbewegung würdet machen. Die Arme und die Beine bewegen sich im gleichen Rhythmus. Vergesst nicht zu schnaufen für die letzten Sekunden. In 3, 2, 1 ist fertig. Super. Es gibt jetzt eine kleine Pause. Trink noch gerade einen Schluck, bevor es dann weitergeht mit dem Hauptteil von diesem Training. Für den Hauptteil haben wir einen Übungsblock an 8 Übungen plus eine Joggenübung vorbereitet. Gesamthaft machen wir 2 Serien. Das heisst, nach der Joggenübung starten wir mit dem ganzen Übungsblock nochmal von vorne. Eine Übung dauert 45 Sekunden, gefolgt von 15 Sekunden Pause, oder schnell durchschnaufen.
Ihr habt immer die Wahl zwischen der Basisvariante der Übung oder zwischen einer intensiveren Variante, die zum Teil auch Sprungformen vorkommen. Ihr könnt selber auswählen, welche Variante ihr durchführen wollt. Macht einfach dort mit, wo es noch mehr zusetzt. Als erste Übung starten wir mit Marschieren an Ort mit hohen Knien. Schau gut, dass du aktiv aus den Fußgelenken schaffst und die Knie kannst du immer etwa bis auf Hüfthöhe anheben. Langsam parat machen, das geht gleich los. Die Arme kannst du einfach neben dem Körper mitschwingen. Lass Knie und Beine möglichst locker laufen schwingen. Und wenn es noch zu wenig streng ist, dann kannst du die ganze Übung auch springend machen. Das heisst, du erhöhst das Bewegungstempo erhöhen und im Springen von einem Bein aufs andere wechseln. Hey, super, weiter so. Seht schon gleich die Hälfte durch. Macht noch die letzten paar Schritte. Vergesst nicht, tief und regelmässig zu schnaufen während der ganzen Übung. Das macht das Ganze immer etwas ein einfacher. Wir sind schon gleich am Ende. Nummer noch 5, 4, 3, 2, 1. Und Pause. Die nächste Übung, die wir machen, sind Mountain Climber. Du dich mit gestreckten Armen auf dem Stuhl abstützen, du einen guten Körper strecken und dann durch abwechslungsweise ein Knie Richtung Schulter ziehen. Es geht los. Ein Bein ist immer gestreckt, während das andere anzugehen wird. Als fortgeschrittene Variante erhöhst du das Bewegungstempo erhöhen und du in springende Position wechseln. Weiter so, super. Bleib dran. Achtung, schau aber drauf, mach nicht ein Buckel und geh auch nicht ein hohle Kreuz, sondern bleib mit dem Rücken schön gerade. Der Kopf ist auch immer schön in Verlängerung der Wirbelsäule. Sind noch die letzten paar Sekunden. Dranbleiben, gut schnaufen. Auf die Zähne beissen. Noch die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Super gemacht. Jetzt kannst du wieder aufrecht herstehen. Wir fahren weiter mit den Side Steps. Du machst abwechslungsweise einen Schritt gegen links und gegen rechts. Das Gewicht bleibt aber immer auf dem Standbein. Und los. Arme durch gleichzeitig seitwärts abheben, schön im Rhythmus der Schritte. Als anstrengende Variante kannst du Hampelmänner machen. Das heisst, du springst beidbeinig ab, du grätschen und die Arme im Rhythmus der Beine auf und ab bewegen. Weiter so, super. Dranbleiben, die machen das gut. Immer gut schnaufen, möglichst den Rhythmus halten und nicht langsamer werden. Habt die Arme schön gestreckt. Schön im Rhythmus bleiben. Und noch die letzten paar Sekunden durchziehen. Sehr gut. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und Pause. Als nächstes kannst du die Flasche nehmen. Wir fahren weiter mit Boxen. Du nimmst die Flasche vor die Brust mit angezogenen Armen. Dann tust du abwechslungsweise mit der Flasche für eine Boxen. Ein Arm ist immer gestreckt, während dann der andere Arm angezogen ist. Je schneller du die Bewegung führst, desto strenger wird es. Achtung, gut schauen. Bleib möglichst locker im Bewegen. Halt schön den Rhythmus. Aber schau auch darauf, dass du den Arm nicht ganz streckst. Das ist nicht so angenehm fürs Gelenk. Hey, weiter so. Du hast schon wieder gleich geschafft. Du bist schon mehr als die Hälfte durch. Gut schnaufen, schön locker bleiben und auf die Zähne beissen. Dranbleiben. Go, 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 go. Weiter so. Noch die letzten 3, 2, 1. Pause. Wir fahren weiter mit dem Sit-to-Stand. Dafür stellst du die Hüfte bis schulterbreit vor den Stuhl. Dann fährst du an, indem du abhockst auf den Stuhl und wieder aufstehst. Und los. Schau gut darauf, dass du Knie und Hüfte gleichzeitig beugst, respektive wieder streckst. Wenn du noch etwas strenger willst, dann erhöhst du das Bewegungstempo. Und du musst gar nicht ganz auf den Stuhl abhocken. So kann sich nämlich die Beinmuskulatur gar nicht ganz ausruhen. Probier dich gar nicht mit den Hängen abzustützen, sondern schaff schön aus den Beinen. Und Achtung!
Knie fallen nicht gegen rein. Die Beine bleiben schön gerade. Weiter so. Hey. Noch die letzten paar Sekunden. Du hast schon gleich geschafft. Lass dich nicht plumpsen auf den Stuhl, sondern schaff gut mit den Muskeln. Noch die letzten 3, 2, 1. Pause. Die nächste Übung sind die Scissors. Du dich wieder herstellen, kannst die Knie leicht beugen. Und dann machen wir abwechslungsweise einen Schritt gegen hinten. Das Gewicht bleibt aber immer auf dem Standbein. Als intensivere Variante kannst du die ganze Bewegung, die Scherbewegung, gesprungen machen. Du springst immer auf und du Bein abwechslungsweise gegen vorne und zurück bewegen. Die Arme kannst du gegen gleich mitschwingen. Hey, super, weiter so. Schön dranbleiben. Go, go, go. Denk dran, geh weiterhin gut schnaufen, nicht dass du Seitenstechen bekommst. Es geht nur um die letzten paar Sekunden. Durchziehen. Dranbleiben. Nur noch 10. Weiter so. Go, go, go. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Du darfst wieder die Flasche nicht hängen. Wir fahren weiter mit dem Zechenstand. Stell dir etwa Schulter oder Hüftbreite wieder her. Dann tust du immer die Flasche gegen oben strecken und auf die Zechenspitze stehen. Wenn das zu einfach ist, dann kannst du bei der Abwärtsbewegung immer noch eine halbe Kniebeuge anhängen. Schau hier wieder gut drauf. Gell, die Knie kippen nicht gegen rein. Schöne gerade Beinachse behalten. Auch für den Zechenstand. Gut Beine durchstrecken und nicht mit den Knien ausweichen. Mach eine möglichst grosse Bewegung. Streck dich schön gegen oben. Weiter so. Hey, super. Dranbleiben. Nur die letzten paar Sekunden. Gut auf die Zähne beißen. Und richtig tief schnaufen. Du hast es gleich geschafft. Noch 3, 2, 1. Pause. Wir kommen schon zur letzten Übung. Stuhl und Flasche brauchst du nicht. Wir können uns auch von seitwärts bewegen. Mach immer 2 Nachstellschritte gegen links bzw. gegen rechts. Du schön aktiv aus den Füßen arbeiten. Schau gut, der Rücken bleibt schön gerade und der Kopf schaut geradeaus. Wenn du es noch etwas strenger willst, dann tust du das Tempo verschärfen. Du kannst leicht gesprungen bewegen und vielleicht sogar 3 Schritte machen statt 2. Du bleibst immer leicht in den Knien und die Hüfte ist leicht bewegt. Weiter so. Dranbleiben. Das ist die letzte Übung. Beiß noch schön auf die Zähne. Bleib dran. Gut schnaufen. Sehr gut. Es sieht gut aus bei euch. Noch die letzten paar Sekunden. 3, 2, 1. Super, die erste Serie haben wir fast geschafft. Nur noch die kleine Joker-Übung. Du für das noch die letzte Energiereserve mobilisieren. Wir machen nämlich einen Sprint an Ort für 20 Sekunden. Achtung! Es geht los! Go, 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 go! Mach ganz kleine, schnelle Schritte an Ort. Tu gut schnaufen, auf die Zähne beissen. Du hast nämlich schon die Hälfte geschafft. Durchziehen, komm, dranbleiben. Go, 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 go! Nicht aufhören, nicht langsamer werden. Die letzten paar Sekunden. 3, 2, 1. Yes, super gemacht. Bravo. Die erste Serie haben wir jetzt geschafft. Wir machen jetzt etwa 2 Minuten Pause, bevor wir dann mit der zweiten Serie starten. Du kannst vielleicht schnell etwas trinken, tief durchschnaufen. Du kannst auch ein bisschen die Arme ausschütteln und die Beine lockern. Und wenn jetzt die erste Serie echt gut gegangen ist und die Basisvariante gemacht hast, dann kannst du vielleicht mal mit der zweiten Serie probieren, für die letzten 15-20 Sekunden auch mal die strenge Variation auszuprobieren. Dann kannst du dich nämlich selber gerade noch ein bisschen mehr vorstellen.
In ca. 30 Sekunden starten wir mit der zweiten Serie. Falls der Stuhl ist verschoben, kontrolliere noch mal kontrollieren, dass er nicht wegrutschen kann, dass er schön fixiert ist und nicht mehr die Flasche wieder in die Nähe. Die Reihenfolge für die zweite Serie bleibt genau gleich. Das heisst, wir starten mit dem Skipping bzw. marschieren mit hohen Knien. Mach dich langsam parat, es geht los in 3, 2, 1. Go, go, go! Los geht's! Die Arme schwingen einfach ganz locker am Körper mit. Vergiss nicht zu schnaufen, bleib schön im Rhythmus. Wie gesagt, falls du dich für die letzten 15 Sekunden noch ein bisschen pushen willst, kannst du ganz gut mal die fortgeschrittene Variante ausprobieren. Ich gebe dir das Kommando, wenn wir starten mit den letzten 15 Sekunden. Dranbleiben. Achtung noch, 15 Sekunden. Go, go, go. Weiter so. Wir schaffen das. Nur die Luft nicht anhalten. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Sehr gut. Die erste Übung hast du schon geschafft. Als nächstes kannst du dich mit den Armen auf dem Stuhl abstützen. Die Arme gut strecken, den Körper strecken. Parat machen. Noch eine Stirn schnaufen. Es geht los. Die Knie gut Richtung Stuhl herziehen. Komm gerade in die Rhythmus rein. Und versuche, das Tempo bis am Schluss durchzuziehen. Achtung, auch nicht einknicken mit den Armen. Kein Buckeli machen und auch nicht durchhängen mit dem Rücken, sondern bleib möglichst stabil auf der Position. Dranbleiben, komm. Durchziehen. Nur noch die letzten 15 Sekunden. Go, go, go. Du noch ein bisschen auf die Zähne beißen, jetzt wo du merkst, dass die Schulter langsam anfangen zu brennen und auch der Bauch. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Sehr gut. Die nächste Übung ist der Hampelmann oder der Sidestep. Du kannst wieder aufrecht herstehen. Türen schnaufen, noch 3. 2, 1 und los geht's. Die Beine kannst du leicht gebeugt halten, dann kannst du dich besser bewegen. Es erlaubt dir schnellere Beinbewegungen. Du auf die Zähne beißen, falls es schon streng wird. Versuch, möglichst im Rhythmus Beine und Arme gleichzeitig zu bewegen. Go, 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 weiter so. Du kannst das. Gib nicht auf, sondern bleib dran und beiß durch bis am Schluss. Noch die letzten 15 Sekunden. Sehr gut. Tief durchschnaufen und auf die Zähne beißen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Sehr gut. Aber es geht gleich weiter mit der nächsten Übung. Das Boxing für die Arme. Dazu brauchst du die Flasche. Mach dich bereit mit 3, 2, 1. Go, go, go! Achtung, hier ist wichtig, gell? Du die Ellbogen nicht voll Anschlag durchstrecken, das ist nicht so gut fürs Gelenk, aber versuch gleich, einen möglichst grossen Bewegungsradius auszuführen. Dranbleiben, immer auf die Zähne beißen und gut durchschnaufen. Wenn du es noch etwas strenger willst, nur zu, mach weiter mit der intensiven Variante. Dranbleiben. Noch die letzten 15 Sekunden. Go, go, go! Gib Gas, du schaffst das. Es geht nicht mehr lang. Noch die letzten paar Sekunden. Schön auf die Zähne beißen. Gut durchschnaufen. Noch 3, 2, 1. Und Pause. Die Hälfte hast du geschafft von der zweiten Serie. Jetzt brauchen wir den Stuhl für einen Sit-to-Stand. Mach dich bereit, stell dich ungefähr schulterbreit hin. Und dann geht's schon gleich los. Go, go, go! Schau gut drauf. Die Knie kippen nicht gegen rein, sondern halt die Beinachse schön gerade. Weiter so. Schön im Rhythmus bleiben. Nicht langsamer werden. Wenn es streng wird, beiß noch ein bisschen auf die Zähne. Du schaffst das. Go, go, go! Weiter so. Yes! Sieht super aus.
also die letzten 15 Sekunden. Dranbleiben. Du darfst sogar noch etwas schneller machen, bei vorgeschriebenen Varianten mitmachen. Für die letzten paar Sekunden. Du hast es gleich geschafft. Noch 3, 2, 1, Pause. Die nächste Übung sind die Scissors. Mach dich bereit, es geht weiter. Nur noch 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Du tust abwechslungsweise das linke und das rechte Bein gegen hinten strecken. Bleib leicht beugt in den Knien. Das ermöglicht dir, dass du dich schneller bewegen kannst. Jetzt einfach immer auf die Zähne beißen, schön im Rhythmus bleiben und durchziehen. Dranbleiben, komm! Go, 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 das schaffst du. Wir haben schon gut die Halbzeit durch. Dranbleiben, durchbeissen, weiter so. Jetzt haben wir die letzten 15 Sekunden. Wenn du willst, kannst du nochmal die anstrengende Variante ausprobieren. Komm, gib Gas, du kannst das. Es sieht super aus. Und die letzten paar Sekunden. 3, 2, 1. Und Pause. Sehr gut. Für die nächste Übung, für den Zehenstand, brauchst du wieder die Flasche. Nimm dich schon mal in die Hand, stell die Schulterbreite her und mach dich bereit. Noch 3, 2, 1. Go, go, go. Drück die guten Zehenspitzen auf und streck die Arme mit der Flasche in die Höhe. Schön im Rhythmus bleiben und gut schnaufen. Sieht gut aus, weiter so. Einfach nicht ausweichen mit den Knien, gell? Du die Beine gut durchstrecken. Halt die Beinachse gerade. Yes. Dranbleiben. Halbzeit ist durch. Gut schnaufen. Und noch die letzten 15 Sekunden. Locker bleiben. Wenn du es noch etwas strenger willst, mach noch gerade die letzten paar Sekunden bei der strengen Variante mit. Go, go, go. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Super. Hey, wir nähern uns schon gleich am Ende. Fahren weiter mit dem Nachstellschritt. Das heisst, wir bewegen uns seitwärts, links und rechts. Parat machen. Achtung! Es geht los! Go, go, go! Schau gut drauf, dass du immer ein bisschen in den Knien bist, dass du dich schneller bewegen kannst. Mach gute, grosse Schritte gegen links und rechts. Beiß auf die Zähne. Zieh es durch bis am Schluss. Du kannst das. Es sieht super aus. Weiter so. Jetzt für die letzten paar Sekunden. Push dich doch noch ein bisschen. Mach mit bei strengen Varianten. Nur noch 15 Sekunden. Weiter so. Komm, Gas geben. Dranbleiben. Du schaffst das. Wir haben es gleich geschafft. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Yes, super. So, nur noch das Zückerli am Schluss. Der Sprint, mach dich bereit. Es sind nur noch 20 Sekunden. Achtung. Noch 3, 2, 1. Go, go, go. Es geht los. Vollgas. Kleine, schnelle Schrittli. Nicht vergessen zu schnaufen, durchziehen. Go, 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 go. Halbzeit. Yes, komm. Noch die letzten paar Sekunden durchziehen. Dranbleiben. Bis am Schluss. 3, 2, 1. Bravo, du hast es geschafft. Wir sind am Ende vom strengen Hauptteil. Jetzt folgt nur noch der Ausklang. Hier dabei kannst du dich langsam runterfahren und wieder ein bisschen beruhigen. Zu guter Letzt machen wir auch noch Stretching. Stell dich mal aufrecht her und konzentriere dich als erstes auf deine Atmung. Schnauf tief ein und streck gleichzeitig die Arme seitlich in die Höhe. Du oben kurz die Atmung anhalten und nachher mit dem Ausschnaufen nimmst die Arme wieder ab. Bleib ganz in deinem Rhythmus und wiederhole die Übung 3 bis 5 Mal. Gut, als nächstes kannst du dich breit herstellen
ein Knie beugen, das andere Bein strecken. Den Oberkörper leicht zum gestreckten Bein beugen, sodass auf der Innenseite des gestreckten Beins einen leichten Zug spürst. Spür die Dehnung für einen kleinen Moment. Halte sie noch ein paar Sekunden. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Vergiss nicht, tief und regelmässig ein- und auszuschnaufen. Spür die Dehnung auf der Innenseite des gestreckten Beins. Noch einen Moment lang länger. Und dann darfst du langsam die Spannung wieder lösen. Als nächstes setz dich auf den Stuhl. Streck ein Bein führen und du die Zehenspitze zum Knie aufziehen. Dann tust du mit einem gestreckten Rücken gegen vorne beugen. Jetzt spürst du die Dehnung im hinteren Oberschenkel und auch in der Wadenmuskulatur. Halt die Spannung noch ein paar Sekunden. Und dann wechseln wir schon zum zweiten Bein. Und hier wieder die Zehenspitze gut aufziehen und mit dem gestreckten Rücken vorne lehnen. Spür die Spannung in deiner Hinterseite des Beins. Du tief und regelmässig ein- und ausschnaufen. Und dann darfst du die Spannung langsam wieder lösen. Wir machen weiter mit der vorderen Oberschenkelmuskulatur. Der Fuß schiebst unter den Stuhl, das Knie drückst gegen den Boden und den Oberkörper lehnst gegen den Hinteren. Du spürst die Spannung. Heb sie noch einen kleinen Moment. Schnuff tief ein und aus. Und dann wechseln wir langsam zum zweiten Bein. Auch hier das Knie leicht gegen den Boden schieben und den Rücken gegen den Hinteren lehnen. Spür die Dehnung im vorderen Oberschenkel und heb sie noch für einen kurzen Moment. Schnuff tief ein und tief aus. Und dann darfst du langsam wieder lösen. Noch die letzte Übung für den Oberkörper. Der Arm streckst vor der Brust durch, mit dem anderen Arm greifst du unter dem Arm durch, an die Schultern. Und dann gibst du einen leichten Zug. Du spürst, wie sich der Oberarm und die Schultern langsam löst. Bleib noch gerade einen kurzen Moment. Und dann wechseln wir die Seite. Streck den anderen Arm vor dem Körper durch, greif mit dem zweiten Arm an deine Schultern und gib einen leichten Zug. Du den gestreckten Arm ganz locker los. Schnuff tief ein und aus für die letzten paar Sekunden. Hey super, schön hast du mitgemacht bei diesem Workout. Bleib fit und gesund. Und bis bald. Tschüss.